verletzen, muss man ja auch sagen. Meine Damen und Herren, ich freue mich heute hier im schönen Waldecker Land sein zu können. Mein Name ist Dr. Rupert Pfeiffer. Ja, ich bin Abteilungsleiter für den Bereich Betrieb und Verkehr Hessen Mobil. Ursprünglich sollte an meiner Stelle heute hier Heiko Durth, Präsident von Hessen Mobil, Sie begrüßen. Herr Durth muss sich jedoch leider kurzfristig entschuldigen. Ich freue mich, dass ich an seiner Stelle hier die Verkehrsfreigabe mit Ihnen feiern darf und möchte vom Herrn Durth die besten Grüße ausrichten. Erlauben Sie mir aber zuerst, dass ich die Ehrengäste begrüße, allen voran als Vertreter des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, den Leiter der Unterabteilung Straßen- und Ingenieurbau, Herr Ministerialdirektor, Dirigent Gerhard Rühmkorff. Sehr geehrter Herr Rühmkorff, ich freue mich sehr, Sie hier zur Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Vöhldorf-Itter begrüßen zu dürfen und danke Ihnen, dass der Bund die Mittel für dieses wichtige Projekt zur Verfügung gestellt hat. Ja, das ist ein Applaus wert. Herzlich willkommen heiße ich auch den Staatssekretär des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Herrn Jens Deutschendorf. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wir befinden uns ja hier in Ihrer Heimat, dem wunderschönen Waldeck-Frankenberg, in dem Landkreis, in dem Sie auch als erster Kreisbeigeordneter gewirkt haben. Deshalb freue ich mich, auch Sie heute hier in Dorf Itter begrüßen zu dürfen. Begrüßen möchte ich auch die Vertreter der Parlamente, die Abgeordneten des Hessischen Landtags, Herrn Jürgen Frömmrich, Frau Claudia Ravensburg und Frau Dr. Daniela Sommer. Sehr geehrte Abgeordnete, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Verkehrsfreigabe mit uns zu feiern. Weiter begrüße ich den Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Herrn Jürgen van der Horst, den Bürgermeister der Gemeinde Vöhl, Herr Carsten Karlhöfer, sowie den Bürgermeister der Stadt Lichtenfels, Herrn Hennig Scheele und den ersten Stadtrat der Stadt Korbach, Herrn Heinz Merl. Seien Sie herzlich willkommen. Auch alle anderen Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen und Behörden, insbesondere den Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Kassel, Herrn Marc Weinmeister, möchte ich zur heutigen Verkehrsfreigabe herzlich willkommen heißen. Vertreter der Presse, die das Projekt der Ortsumgehung Dorf Itter in den letzten Jahren intensiv begleitet haben und künftig, denke ich, auch noch begleiten werden. Mein besonderer Willkommensgruß an die Vertreter der Baufirmen und deren Mitarbeiter, die am Bau dieser Straße mitgewirkt haben. Zu guter Letzt heiße ich alle Mitarbeiter und Mitarbeiter von Hessen Mobil willkommen, die sich mit großem Engagement und Leidenschaft für die Realisierung dieses Großprojekts eingesetzt haben, wofür mich an dieser Stelle auch im Namen von Herrn Durth noch einmal persönlich bedanken möchte. Und ganz besonders möchte ich mich stellvertretend für die alle, aber auch speziell bei Herrn Rainer Mietz als Projektleiter von Hessen Mobil für sein Engagement, seine gute Arbeit und vor allem auch das gute Ergebnis, was er uns jetzt hier hinterlassen hat, bedanken. Vielen Dank. Herr Dr. Pfeiffer, für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, Herr Landrat, Herren Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Wir sind hier heute an der B252, Herr Staatssekretär, zum zweiten Mal schon tätig. Ja. Nämlich, wir haben heute direkt, bevor wir hier nach Dorf Itter gekommen sind, schon Münchhausen-Wetter-Lahntal ein großes Stück der dortigen Ortsumgehung freigeben können. Und das ist natürlich, muss man sagen, einfach ein tolles Ereignis, wenn man in so kurzer Zeit solche bedeutenden Projekte freigeben kann. Also man könnte sagen, fast bei der hessischen Straßenbauverwaltung geht das Ortsumgehung bauen wie das Brezelbacken in Bayern. Aber ich glaube, wir werden den Schnitt vielleicht nicht ganz halten können, aber trotzdem ist das wirklich eine
großartige Leistung. Also vielen Dank nochmal auch an Herrn Dort auszurichten, Herr Dr. Pfeiffer. Das ist einfach wirklich klasse. Und es ist heute wirklich ein großer Tag für Hessen, für Dorf Itter und auch für mich, muss ich zugeben. Wir werden, bevor ich nochmal zum Projekt komme, noch ein paar Worte vielleicht über die B252 wollte ich noch an Sie richten. Die B252 hat ja nun mal eine besondere Bedeutung für Hessen. Letztlich muss man einfach sagen, sie liegt, wie sie verläuft, am Rande des Rothaargebirges, östlich vom Rothaargebirges, durch eine sehr weiträumige Masche des Autobahnnetzes. Und wie das in solchen Fällen bei Bundesstraßen dann ist, dann hat sie auch eine entsprechend hohe Verkehrsbedeutung. Sowohl für die Erschließung des Raumes, als auch natürlich für den Durchgangsverkehr. Und das merken Sie eben ja auch tagtäglich, wenn Sie hier auf der B252 fahren. Sie haben einen sehr starken Verkehr, überdurchschnittlich viel für Bundesstraßen. Hier die letzte Verkehrszählung waren etwa 11.000 Fahrzeuge an Wochentagen und der Lkw-Anteil, Schwerverkehrsanteil liegt bei über 10%. Das ist für eine Bundesstraße auch sehr, sehr viel. Das liegt sicherlich an diesem abkürzenden Effekt, den das einfach hat, wenn man aus dem Rhein-Main-Gebiet weiter will, in Richtung Frankfurt, Richtung Norden, Richtung Bremen zum Beispiel. Damen und Herren, auch ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass so viele Menschen aus Dorf Itter und der Umgebung den Weg hierher gefunden haben. Sehr geehrter Herr Pfeiffer, Herr Rimkorff, verehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Regierungspräsident, verehrte Abgeordnete aus dem Hessischen Landtag. Ich freue mich, dass wir alle hier zusammenkommen. Es ist tatsächlich ein Tag, der viele erfreuliche und gute Veränderungen mit sich bringen wird für die Region, für die Menschen entlang der B252. Wir haben im Süden bei der Umfahrung von Münchhausen-Wetter-Lahntal einen wichtigen Bauabschnitt heute freigegeben für den Verkehr. Und dasselbe passiert eben heute hier in Dorf Itter und das ist wirklich ein großer Grund zur Freude. Herr Rimkorff, wenn ich anfangen darf, also in Dorf Itter war es die letzte Zeit schon recht ruhig. Der Verkehr wurde weiträumig vorbeigeführt, hat natürlich dort bei den Menschen, die von den Umleitungen betroffen waren, für erhebliche Mehrbelastungen gesorgt, auch für Diskussionen vor Ort, wo und wie schnell kann das gehen. Das war eine Belastung, aber diese bauzeitlichen Belastungen, die gehen jetzt zu Ende und ich denke, das ist auch ein ganz großer Grund zur Freude für diese Menschen. Und dann vielleicht auch noch der eine Punkt, sozusagen die Feinheiten sozusagen, Waldeck-Frankenberg sind wir alle und wo dann so, welche Ortsteile und Gemeinden zu Waldeck gehören und so weiter, da muss man aufpassen, das ist ganz dünnes Eis in der Region, genau, wo man welche Lieder singen darf und so weiter, da gehört viel Erfahrung zu, aber das spreche ich mit Herrn Pfeiffer, das gehen wir nochmal durch. So, genau, also ist angesprochen worden, B252, eine wichtige Lebensachse, es ist ja für die Region, verbindet großräumig Bielefeld, Paderborn mit dem Rhein-Main-Gebiet bis Bremen hin, kann man das denken. Natürlich eine ganz wichtige Achse für überörtliche Verkehre, die hier durchrollen, aber natürlich auch für die Menschen, die hier leben, hat sie eine ganz, ganz wichtige Verkehrsfunktion im Alltag und für die hier ansässigen Unternehmen natürlich auch von großer Bedeutung. Das heißt, für das hier leben, hier arbeiten, hier wirtschaften, eine ganz, ganz wichtige Straße. Und insofern arbeiten wir seit vielen Jahren schon gemeinsam mit dem Bund daran, dass die Umgehungsstraßen hier vorankommen. Wir haben auch noch einige vor uns und da erwarten viele weitere Menschen ja auch noch, dass man sie entlastet und dafür sorgt, dass die Ortsumfahrungen gebaut werden. Daran arbeiten wir mit großem Engagement. Herr Regierungspräsident, Frau Abgeordnete, Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein toller, kühler, regnerischer Tag heute hier in Dorf Itter in der Ortsmitte. Wer hätte das gedacht? Ich schaue in sehr viele zufriedene Blicke, auch wenn Sie alle jetzt fest Ihren Schirm hochhalten, um halbwegs trocken zu bleiben. Es ist doch aber ein toller Tag, Natürlich erst einmal für Dorf Itter, damit auch ein toller Tag für die Gemeinde Vöhl und in besonderer Weise aber auch ein toller Tag für den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die B252 ist die zentrale Lebensader im Landkreis. Wir diskutieren viel über Mobilitätsfragen. Ja, wir geben uns alle größte Mühe, auch den ÖPNV zu entwickeln, auch da gute Angebote darzustellen. Aber hier im ländlichen Raum mit unserer Struktur benötigen wir ein Mobilitätsangebot, was
den Individualverkehr sicherstellt. Und dann geht es eben, diesen Zielkonflikt aufzulösen. Auf der einen Seite wollen wir Mobilität, auf der anderen Seite wollen wir aber auch eine Situation haben, die es uns erlaubt, hier zu leben und zu wohnen. Und dann spielen eben die Emissionen eine große Rolle und es ist Lebensqualität, die beeinträchtigt wird, wenn wir Zehntausende von Fahrzeugbewegungen am Tag durch die Ortslage sehen. Und deshalb ist es gut, dass dieses Projekt jetzt heute fertig wird. Sehr geehrter Herr Pfeiffer, Herr Ministerialdirigent, Herr Staatssekretär, Herr Regierungspräsident, Herr Landrat, liebe Abgeordnete, Bürgermeister, aber vor allen Dingen liebe Damen und Herren hier in Dorf Itter, liebe Gäste und weitere Ehrengäste. Ja, wenn man so am mutmaßlichen Ende redet, dann hat man den Nachteil, dass vieles schon gesagt worden ist. Aber Sie haben das Glück, dass es hoffentlich nicht so lange dauert. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur öffentlichen Verkehrsfreigabe der B252 und ich überbringe Ihnen die Grüße der gemeindlichen Gremien, des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung. Es ist mir eine große Freude, am heutigen Tage dabei sein zu dürfen, denn dieser Tag, ich glaube, da übertreibe ich nicht, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung unserer Nationalparkgemeinde. Und ich bin stolz darauf, Teil dieses Augenblicks zu sein. Die Ortsumgehung Dorf Itter ist das Ergebnis von jahrelanger, ja jahrzehntelanger harter Arbeit. Das ist ja eben schon angeklungen und es gab enge Kooperationen zwischen den verschiedenen Ebenen der Regierung, den politischen Gremien, unseren Bürgerinnen und Bürgern, von Experten, von Architekten, von Planern und so weiter. Die Bedeutung dieser Nord-Süd-Achse im Landkreis und darüber hinaus ist ebenfalls schon angesprochen worden und das brauche ich nicht zu wiederholen. Allen Beteiligten, Fördergebern, Finanziers, alle, die hierzu beigetragen haben, dass dieses Projekt ein Erfolg wird und wir dies heute so eröffnen können, sage ich herzlich Dankeschön. Und stellvertretend möchte ich eine Person nennen, die eben auch schon mal genannt worden ist. Für mich war sie gefühlt Tag und Nacht hier vor Ort an der Baustelle und für mich ist und bleibt sie das Gesicht dieser Baustelle als Bürgermeister. Und in Abstimmung mit allen Beteiligten hat diese Person ganz ausgezeichneten Job gemacht, hat dazu beigetragen, dass es so ist, wie es heute ist. Lieber Herr Mitze, ich habe ihn überhaupt noch nicht gesehen. Da hinten unterm Schirm. Herzlichen Dank für Ihr Wirken und die gute Zusammenarbeit, Sie als Stellvertreter für alle die, die hier vor Ort waren. Auf drei, eins, warte, noch zwei, drei. Zack. So, das passiert. Okay. Applaudieren wir mal.